unbekanntes Land und eine beeindruckende Küste. Sollte das Terra Incognita Australia sein? Schön war die zerklüftete Küste anzuschauen. Aber wo zwischen all diesen Klippen sollte ein sicherer Ankerplatz zu finden sein? Für den englischen Entdecker James Cook war die erste Begegnung mit dem sagenumwobenen Südland eine echte Herausforderung. Cook war von 1768 bis 1771 mit seiner Endeavour im Auftrag der englischen Königin auf seiner ersten Südsee-Erkundungsreise. Den Südosten Australiens erreichte er von Neuseeland kommend im April 1770. Tagelang musste er die Küste entlang segeln, ohne dringend benötigtes Trinkwasser aufnehmen zu können. Endlich, am 29. April, fand er mit der Botany Bay eine geschützte Bucht. Hier konnte die Mannschaft an Land gehen. Nur 18 Jahre später besiedelten die Europäer den unerforschten fünften Kontinent. Sie nannten ihn Australien. Über 230 Jahre später sieht es in der Gegend etwas anders aus. Gut 4,5 Millionen Menschen bevölkern auf 450 kleinere Orte verteilt das Land um die ausgedehnte Bucht. An einigen Plätzen sieht es zwar noch immer so aus wie 1788, aber der größte Teil des Landes ist urbanisiert. Gelebt wird überwiegend komfortabel. Die Gewässer der Bucht sind Vergnügungspark und vielbefahrener Highway für die kommerzielle Schifffahrt zugleich. Wer heute von See her in die Port Jackson Bay einfährt, sucht sich erst seinen Weg durch dieses Getriebe, bevor in wenige Kilometer westlich von Cooks Ankerplatz eine der schönsten Metropolen der Welt begrüßt. Sydney, Hauptstadt des Bundesstaates New South Wales. Hier beginnt die Reise durch den Süden Australiens. Kreuzfahrtschiffe legen im Port Jackson an den Rocks an, mitten im Zentrum der Millionenmetropole. Hier ließ der erste Gouverneur von New South Wales, Arthur Phillip, von den ersten Siedlern Hütten errichten. Selbst heute ist noch gut zu sehen, warum. Sie standen hoch über dem Wasser, auf sicherem Fels. Aus der Hüttensiedlung von damals ist inzwischen eine beeindruckende Skyline himmelwärts strebender Wolkenkratzer geworden. Die Mehrzahl der Hochhäuser sind Bürogebäude und Hotels. Das Wohnen in einem Apartment hoch über der Stadt muss aber mit einer hohen Monatsmiete bezahlt werden. Jeden Tag drängen Hunderttausende aus den Vororten in die Innenstadt. Der Lärmpegel im Geschäftszentrum drückt deshalb auch ziemlich auf die Ohren. Angesichts der Menschenmassen, die durch die Häuserschluchten drängen, fühlt sich der Besucher aus Europa selbst nach über 20 Stunden Anreise, als hätte er Berlin, Paris oder London nie verlassen. Langsam geht bei den angeblich so lockeren Australiern, zumindest im Central Business District, gar nichts. Wer vor dieser Hektik einen Gang zurückschalten will, flüchtet sich am besten in eines der zahlreichen Einkaufszentren. Im berühmten Queen Victoria Building ist es zudem angenehm kühl. Es gibt zahlreiche Cafés und sündhaft teure Geschäfte. Irgendwie sieht alles so aus wie zu Hause. Lohnt es sich dafür, um die halbe Welt zu reisen? Sydneys Hafen ist der Anziehungspunkt. Nur ein paar australische Dollar kostet die Fähre vom Circular Quay zum Milsons Point. Von hier aus lässt sich das beste Postkartenfoto von der Skyline der Stadt schießen. Im Mittelpunkt steht dabei das Sydney Opera House. Der Däne Björn Utzon entwarf den architektonisch anspruchsvollen Sangestempel. Der Bau ist angeblich geblähten Segeln nachempfunden. Auch die Muschel muss als bildhafter Vergleich herhalten. Die Oper hat den Bürgern Sydneys zunächst gar nicht gefallen und ihnen auch noch finanziellen Ärger eingehandelt. Denn mit Fertigstellung im Oktober 1973 waren aus ursprünglich geplanten 7 Millionen australischen Dollar stolze 102 Millionen Baukosten geworden.
Vom Opera House sind es nur wenige Schritte zu den Royal Botanic Gardens. Sie sind die wichtigste grüne Lunge der Stadt. Hierher ziehen sich, rund um das Arthur Phillip gewidmete Denkmal, viele Berufstätige gern zur Mittagspause zurück oder sie ersetzen ihren Lunch durch ein wenig Fitness. 1788 stand hier Australiens erster Bauernhof, der die ersten 1000 Siedler der Stadt mit frischen Lebensmitteln versorgte. 1816 wurden die großzügigen Parkanlagen angelegt. Der Botanische Garten war ursprünglich Teil des Gartens des Gouverneurs. Deshalb mutet er wohl auch in weiten Teilen eher englisch-traditionell an. Eine kleine Sensation ist die Kolonie von nachtaktiven Flughunden. Die Tiere bewohnen einige Bäume im Park und ernähren sich prächtig von Blüten, Früchten und Insekten, die sie hier in Hülle und Fülle finden. Kunst findet sich in der Art Gallery of New South Wales. Mit dem äußeren Erscheinungsbild wollten die Erbauer die Einwanderer aus aller Welt möglicherweise ermuntern, ihre mitgebrachte Lebensart und Kultur auch in der fernen Heimat zu bewahren. Das interessiert die meisten zugewanderten Australier aber herzlich wenig. Sie suchen auf dem fernen Inselkontinent nach einer besseren Zukunft. Ihr bisheriges Leben samt Heimat ist da oft nur unerwünschter Ballast. So steht dem englisch geprägten Bild der Stadt der gelebte Freigeist der Australier gegenüber. Die ausgedehnten Parks und schönen alten Gebäude sind nur ein Teil des Gesichts der Innenstadt von Sydney. Denn es herrscht leider auch kein Mangel an ziemlich langweiligen Straßenbildern, in dem alte und neue Gemäuer ein tristes Dasein fristen. Wer aber mit dem Metro Monorail nach Darling Harbour fährt, kann sich davon überzeugen, dass ein erst in den 80er Jahren künstlich geschaffenes Betongebirge durchaus seinen ästhetischen Reiz hat. Vorausgesetzt, es leuchtet unter stahlblauem Himmel bei schönstem Sonnenschein. Darling Harbour ist eine Art Vergnügungspark für Touristen. Unter anderem mit einem Marinemuseum, das ein paar interessante Rückblenden in die Seefahrergeschichte Australiens erlaubt. Hauptanziehungspunkt sind aber das Sydney Aquarium und die angeschlossene Wildlife World. Ist der Besuch der Wildlife World für alle, die sich Sydney als Startplatz für eine Reise ins Umland ausgesucht haben. Denn hier sind neben zahlreichen anderen Tieren insbesondere alle Reptilien zu sehen, denen man in Australien in freier Wildbahn besser aus dem Weg geht. King Brown Snake, die listige Todesotter, die aggressive Tigerschlange und die giftigste Schlange Australiens, der Taipan. Die sind mit größter Vorsicht zu genießen. Kragenechsen sind im tropischen Norden des Kontinents heimisch. Sie sind harmlos und verstecken sich lieber vor den Menschen, vorzugsweise an Baumstämmen hängend. Mit Großechsen wie dem bis zu 2,5 Meter langen Riesenwaran ist dagegen überhaupt nicht zu spaßen. Und auf Rast- und öffentlichen Grillplätzen kommt es im Landesinneren hin und wieder zu Konfrontationen mit den Menschen. Die Echse ist auf leichte Beute aus. Dazu zählt für sie der Proviant der Urlauber.
Wer sie versucht zu vertreiben, muss mit schmerzhaften Bissen und schlimmen Wunden durch die Krallen des Tieres rechnen. Die 7000 Quadratmeter Zoofläche inmitten der Stadt verteilen sich auf mehrere Etagen. Quasi auf dem Dach leben in einem Freigehege die Kängurus. Artgerecht leben die Tiere hier allerdings nicht. Den Koalas hingegen macht die drangvolle Enge nichts aus. Solange sie ihren Eukalyptusbaum zum Schlafen haben, sind sie offensichtlich zufrieden. Feierabend in den Bürotürmen der City. Die Sydneysider zieht es meist per Fähre zielstrebig in ihre Wohnviertel der Vororte. Es ist billiger und erspart den täglichen Stau zur Rush-Hour. In Vororten wie Bondi angekommen, sind die emsigen Büromenschen dann ebenso umtriebige Freizeit- und Fitnessapostel. Coole Bodypräsenz ist einfach Kult. Der Großstadt-Australier wirkt dabei aber etwas zwanghaft. Alle surfen, alle joggen, alle zelebrieren den Lebensgenuss am Wasser. Hauptsache, man ist dabei und wird gesehen. Selbst wenn das Meer die Surfer einmal mit mehr als dürftigem Wellengang enttäuscht. So viel zum Thema Stadtleben rund um Sydney. Nur knapp 2 Stunden dauert die Zugfahrt zum Spottpreis in die weltberühmten Blue Mountains. In dieser Zeit klettert der Zug von Meereshöhe auf über 1000 Meter. Ziel ist Katoomba, die 7000 Einwohner zählende Verwaltungshauptstadt der Blue Mountains. Der Bahnhof vermittelt allerdings eher das Gefühl, in einem romantisch verschlafenen Nest irgendwo in Südengland angekommen zu sein. 7000 Einwohner? Wo sind die? Diese Frage drängt sich angesichts des ziemlich verschlafenen Örtchens schon auf. Hat man hier etwa bessere Tage gesehen? Nein, keinesfalls. Besser geht es zurzeit gar nicht. Millionen von Touristen suchen Katoomba übers Jahr heim. Aber die sind zum Glück nur Durchreisende, meist ohne Zwischenaufenthalt. Ihr Ziel ist der Blue Mountains Nationalpark. Die blauen Berge waren für lange Zeit eine beinahe unüberwindliche Gebirgsbarriere, hinter der die Siedler reiches Weideland vermuteten. Erst 1813 wurde eine Passage über das zerklüftete Sandsteinplateau gefunden. Ihren Namen erhielten die Blue Mountains von den bläulichen Nebelschwaden, die meist morgens durch die Täler ziehen. Sie entstehen durch die Verdunstung ätherischer Öle, die in den Blättern von abertausenden Eukalypten enthalten sind. Besonderer Blickfang in den Blue Mountains sind die Three Sisters. Eine kleine Gruppe von Felsnadeln, deren Flanken gegen das Jameson Valley hin abfallen. Die von der Erosion stark mitgenommenen Säulen haben für die Australier eine ähnliche Bedeutung wie für Europäer die 13 in den Dolomiten. Es war also eine fast zwingende Folge, dass sich das Gebiet um die drei Schwestern irgendwann zum Zentrum des Touristenrummels entwickeln würde. Um die Felsengruppe rankt ein Traumzeitmythos der Ureinwohner, der in unterschiedlichen Varianten wiedergegeben wird. Eine Version beschreibt, dass drei überaus schöne Schwestern sich in ebenso viele Männer eines anderen Stammes verliebten. Die Stammesgesetze verboten jedoch eine Heirat. Es entbrannte eine Schlacht und ein Zauberer versteinerte die Mädchen zu ihrem Schutz. Während des Kampfes wurde der Magier leider auch getötet und niemand anderes konnte die Schönen wieder zurückverwandeln. Die versteinerten Zeugen des Dramas ziehen heute Millionen Neugieriger an, die von Tagestouranbietern meist im Eilverfahren durch den Lookout am Echo Point geschoben werden. Mehr als die Zeit für ein Erinnerungsfoto bleibt da kaum. So fehlt es hier meist an der nötigen Ruhe,
um sich von den sonnenwarmen Eukalyptusgerüchen und exotischen Geräuschen eines eigentlich schönen Naturschauplatzes gefangen nehmen zu lassen. Clever Geschäftsleute entwickelten aus einer stillgelegten Förderanlage eines Kohlebergwerks im Jameson Valley eine einträgliche Geschäftsidee. Mit zwei Seil- und einer Schienenbahn erleichtern sie den Besuchern den steilen Abstieg in das Tal und vor allem den Aufstieg bei oft unerträglicher Hitze. Mit dem Scenic Skyway laden die Bahnbetreiber ihre Gäste zunächst einmal zu einer aufregenden Fahrt in 250 Metern Höhe über der Schlucht ein. Gegen Gebühr, versteht sich. Der besondere Clou bei dieser Bahn ist ein Glasboden, der freien Blick auf den Talgrund erlaubt. Lobenswerterweise vermitteln die Seilbahnkondukteure Wissenswertes zur geologischen Entwicklung und zur Fauna. Die Aufklärung über ein subtropisches Mikroklima im Tal mit entsprechendem Bewuchs macht neugierig auf eine Fahrt mit einer weiteren Bahn tief hinunter in den Urwald. Die Panoramaseilbahn erlaubt einen großartigen Blick aus der Vogelperspektive. Aufregender ist aber die Fahrt mit der ehemaligen Förderbahn der Kohlemine, dem Scenic Railway. Ihre Betreiber nennen sie gern die steilste Eisenbahn der Welt. Das Gefälle ist in der Tat beeindruckend. So kommt schnell Achterbahnstimmung auf. Auf dem Bahnhof im Tal herrscht durchgehend Hochbetrieb. Die zur Gesteinsstarre verdammten schönen Schwestern stehen gezwungenermaßen Modell für täglich Tausende von Schnappschüssen. Wer ein bisschen zeitlichen Spielraum eingeplant hat, kann sich auf einem Weg vom Railway zur Panoramaseilbahn ein Bild von den Arbeitsbedingungen verschaffen, die im späten 19. Jahrhundert hier für die Kumpel unter Tage geherrscht haben. Sie waren im Vergleich zu europäischen Bergwerken gar nicht so schlecht. Fiel die Kohle den Arbeitern aus dem weichen Sandstein doch beinahe von allein entgegen. In der tiefen Schlucht herrschen tatsächlich klimatische Bedingungen, wie sie sonst nur in den subtropischen Wäldern weiter im Norden Australiens zu finden sind. Mit ein wenig Glück zeigt sich sogar der eine oder andere Bewohner des Urwaldes. Nach wenigen hundert Metern drängen sich allerdings die zahlreichen Mitbesucher wieder auf. Mit Schweizer Seilbahntechnik geht es hinaus aus dem Tal. Dem alpenverwöhnten Europäer entlockt der Wirbel um die drei kleinen Sandsteinsäulen oft nur ein amüsiertes Schmunzeln. Das trübt das Vergnügen, die blauen Berge gesehen zu haben, aber keinesfalls. Auf der Route von Captain Cook geht es nach Norden. Ziel Brisbane, die Hauptstadt des Bundesstaates Queensland. Die Stadt am Fluss gleichen Namens wurde 1988 durch eine Weltausstellung international bekannt. Etwa 1,7 Millionen Menschen sind hier zu Hause und ärgern sich jeden Tag über den unglücklich vor die Skyline der Stadt betonierten Highway. Das Büro- und Geschäftszentrum wird wohl auch niemals einen Schönheitspreis gewinnen. Ziemlich bedrückend wirkt vor allem der überdimensional angelegte Anzac Square zur Ehrung der Kriegshelden, von denen die meisten als Kanonenfutter für das Mutterland England ihr Leben ließen. Die alte Welt mit ihren Kriegen gönnte selbst den weit entfernten Australiern keinen Frieden. Öl- und Gasvorkommen sowie reiche Bodenschätze sorgten für das nötige Selbstbewusstsein, um die Träume der Architekten auch hier in den Himmel wachsen zu lassen. So sind die Kirchen des katholischen und anglikanischen Erzbistums von zahlreichen Götzenbildern des Kapitalismus umgeben.
Der allerdings sorgt in Queensland für ein gutes Auskommen. In Brisbane wird Big Business gemacht. Und das in angenehm bodenständiger Atmosphäre. Kunst aus Schrott passt wie der Hammer auf den Amboss. Kultur ja, aber bitte handfest und mit hohem Spaßfaktor. Die Häuserschluchten der 1824 gegründeten ehemaligen Strafkolonie muten eher amerikanisch als englisch an. Irgendwie erinnert es auch ein wenig an Frankfurt, also Chicago mit angezogener Handbremse. Brissy, so nennen die Multikulti-Bewohner liebevoll ihre Stadt, umstreicht die Menschen mit einem angenehm subtropischen Klima, das sich das ganze Jahr über kaum ändert. In Brisbane ist immer Sommer. Deshalb sieht hier das Schuhwerk ganzjährig so aus. Aber noch lieber haben die Bürger noch weniger an als die Flipflops. Denn sie lieben das Wasser. Mitten in der Innenstadt wurde ihnen deshalb ein Badepark mit Meeresstrand und Blick auf die Skyline aufgeschüttet. Denn in South Bank kann niemand sicher im Brisbane River baden. Hungrige Bullenhaie patrouillieren in den Gewässern. So ungezwungen können die Menschen in Brisbane erst seit 170 Jahren spazieren gehen. Die Strafkolonie wurde erst 1842 zur Besiedelung freigegeben. So richtig kann man sich auch nicht vorstellen, dass diese gepflegte Flusslandschaft 1974 so schwer überflutet wurde, dass der heutige Highway, hätte es ihn schon gegeben, glatt überflutet worden wäre. Bei einer Fahrt mit einer der River Cats, preiswerten Wassertaxis, kreuzt man zahlreiche Brücken und erlebt eine Art australischen Kanada-Effekt. Denn während Brisbanes Zentrum auf der Südseite dem Geschäft gewidmet ist, findet sich innerhalb von nur wenigen Minuten Fahrt auf der gegenüberliegenden Seite ein Stadtbild wieder, das sehr stark dem von Vancouver ähnelt. Nur ist es eben viel wärmer. Spaßvögel sind sie, die Queenslander. Und ein wenig respektlos wohl auch. Feiert man so etwa Weihnachten? Ja, heißt die einfache Antwort. Denn in Australien stehen die Jahreszeiten Kopf. Und im Hochsommer wird das hohe Fest der Christenheit eben recht locker genommen. Und so lebt man im Zentrum von Brisbane, inmitten einer großartigen Parklandschaft. Die Anlage wurde der tropischen Umgebung der Stadt angepasst und stellt so etwas wie einen geordneten Dschungel dar. Gefährlich sind hier aber eher nur übermütige Boxer als wirklich wilde Tiere. Deshalb ist das kleine Paradies auch Treffpunkt der Anwohner zum heißgeliebten gemeinsamen Grill. Oder einfach nur zur Entspannung in einem faszinierenden kleinen Regenwald. Das mitten in der Stadt geschaffene Habitat ist auch ein idealer Lebensraum für die freilebende Tierwelt. Besonders zahlreich sind die Wasseragamen, die sich hier pudelwohl fühlen und stark vermehren. Für die Menschen sind sie längst zu gern gesehenen Maskottchen geworden, denn sie tun niemandem etwas zuleide. Nur als geduldiges Fotomodell eignen sie sich nicht. Denn haben sie sich einmal für ein Sonnenbad zum Ausgleich der Körpertemperatur entschieden, bringt sie nichts und niemand von ihrem Weg ab.
Am letzten Samstag vor Weihnachten sind die Straßen der Stadt wie leergefegt. Denn die Brisbaneites, so nennt man die Bürger der Stadt, feiern das Fest eben anders. Nicht still und andächtig, sondern so. Kaufrausch pur. Zur Weihnachtszeit ist gleichzeitig Ferienbeginn und Sommerschlussverkauf. Das animiert Australier zum hemmungslosen Einkauf mit der Kreditkarte. Für viel zu viele unter ihnen gilt ohne Konsum kein Fest der Emotionen. Am Boxing Day steht dann der traditionelle Familienausflug an und der führt viele nach Lone Pine, Australiens berühmtestem Koala-Park am Stadtrand von Brisbane. Die meisten der hier lebenden Koalas waren entweder Waisen nach Unfällen und Waldbränden oder sie wurden verletzt, eingeliefert und wieder gesund gepflegt. Leider kann man die wenigsten der Tiere anschließend wieder auswildern. Sie wurden also in Dauerpension genommen. Die Queenslander kommen immer mal wieder vorbei, um mit ihrem Eintrittsgeld zum Erhalt der Pflegestation beizutragen. Durch viele Tierfilme ist das Koala-Refugium ein Anziehungspunkt auch für ausländische Besucher geworden. Inzwischen haben auch andere Tiere hier ein sicheres Plätzchen gefunden, die meist im Konflikt mit dem Menschen den Kürzeren gezogen haben. Wombats, Emus, Wallabies und Kängurus stellen die Mehrzahl der Dauergäste. Sie sind niedlich und lassen sich streicheln. Von Brisbane aus geht es hinunter in den Süden, nach Melbourne, der Hauptstadt des Bundesstaates Victoria. Dort, wo heute die Wolkenkratzer der Innenstadt in den Himmel ragen, errichtete John Batman 1836 mit seinen Gefolgsleuten eine Siedlung, die nach dem damaligen britischen Premierminister Viscount Melbourne benannt wurde. Den Baugrund hatte er ein Jahr zuvor von den hier lebenden Ureinwohnern im Auftrag von britischen Siedlern aus Tasmanien ergaunert. 24.000 Hektar für ein paar Äxte, Decken und wertlosen Schmuck. Alles zusammen im Wert von nur 200 Pfund. Heute leben und arbeiten 3,6 Millionen Melbournians aus über 220 Nationen in der Stadt. Hinter vorgehaltener Hand gelten sie als die fleißigsten aller Australier. Das Ambiente der Innenstadt verleitet ein bisschen dazu, sich wie in Wien, Mailand oder München zu fühlen. Zum einen liegt das an den vielen Straßenbahnen, dem heimlichen Wahrzeichen der Stadt. Zum anderen aber auch an den Straßenzügen, die mit ihren Fassaden sonst eher typisch für europäische Großstädte sind. Außerdem scheinen nirgendwo in Australien mehr europäische Autos zu fahren als in Melbourne. Das Parlament der Regierung von Victoria ist nur eines von vielen historischen Gebäuden, die mit zum Teil erheblichem Aufwand instand gehalten werden. Dazu zählt auch das heute in Familienbesitz befindliche weltberühmte Princess Theatre. Auch wenn es an mancher Stelle aussieht wie in Südfrankreich oder Hessen, dies ist Melbourne in Australien, die Stadt der 180 Sprachen und über 100 Religionen. Ihren Besuchern bietet sie einen besonderen Willkommensgruß. Auf der sogenannten Circle Lane ist die Fahrt mit der alten traditionellen Straßenbahn kostenlos. In den ratternden Botschaftern aus frühen Tagen werden alle wichtigen Sightseeing-Stationen angefahren und das in Abständen von jeweils wenigen Minuten. Hop on, hop off, vorbei an künstlerischen Meisterbauwerken wie dem Melbourne Centre of Modern Arts und anderen Denkmälern jüngerer Art, bei denen auch Friedensreich 100 Wasser hätte Pate stehen können.
Eine Runde mit der kostenlosen Straßenbahn ist übrigens auch eine echte Alternative zum Regenschirm, wenn es gilt, einen der beinahe täglichen Regenschauer zu überbrücken. Regnet es dann immer noch, dann bleiben die über 1 Million Bücher der State Library. Der imposanteste Bau der Stadt ist wohl das Melbourne Central, ein Einkaufszentrum. Unter der riesigen Kuppel aus Glas verbirgt sich eine denkmalgeschützte ehemalige Kanonenkugelfabrik, die nicht abgerissen werden durfte. Also wurde das Einkaufszentrum einfach um die Fabrik herum gebaut. Melbournes markantestes Bauwerk ist die Flinders Street Station. Der 1905 in Betrieb genommene Prachtbau dominiert das Stadtbild. Hier fließen alle Vorortzüge zusammen und machen den Bahnhof für Tausende von Menschen am Morgen zum Einfallstor in die Stadt und am Abend zum beliebtesten Fluchtpunkt, um wieder hinauszukommen. Aber auch über eines der größten Straßenbahnschienennetze der Welt werden die arbeitswilligen Züge in und durch die City transportiert. Einer der Stadtteile heißt Altona. Auf der City Map von Melbourne finden sich noch weitere deutsche Namen wie Coburg oder Heidelberg. Altona liegt unmittelbar an der Port Phillip Bay und wurde von einem Deutschen namens Tecto so genannt. Er stammte naheliegenderweise aus dem heutigen Hamburger Stadtteil Altona. Heute ist Altona Beach ein beliebter Strand für Kitesurfer und bietet einen weiteren Blick auf Melbourne und die andere Seite der Bucht. Dort, auf der Nordseite der Phillip Bay, liegt die kleine Insel Phillip Island. Sie ist ein beliebtes Naherholungsgebiet für die Melbournians. Die Küste ist auf weite Strecken naturbelassen. Pinguine sowie Wasservögel finden so geschützte Nistplätze. Wer wirklich spektakuläre Landschaften erleben möchte, der folgt der weltbekannten Great Ocean Road, die sich entlang der Küste nach Westen in Richtung Südaustralien zieht. Gleich hinter Geelong, einer am südlichen Ende der Port Phillip Bay gelegenen Kleinstadt, beginnt der 250 Kilometer lange Abschnitt des Highway B100. Alle paar Kilometer bietet sich ein Stop an, um eines dieser typischen Postkartenbilder zu schießen, die später, am heimischen Bildschirm betrachtet, schönste Erinnerungen wecken. Ständiger Wind vom Meer und die unablässig am Fels arbeitende Brandung des Indischen Ozeans ringen dem Kontinent jedes Jahr ein Stück Land ab. Seit Millionen von Jahren geht das schon so. Viel Zeit für spektakuläre Naturkunstwerke. Ausreichend Zeit haben auch die Bewohner der hier errichteten Siedlungen. Retired, also pensioniert und versorgt, genießen vor allem die Senioren das beschauliche Bowling und sonstige Aufregungen. Ein Rentnerleben in einer Traumstadt. Bowling ist in Australien übrigens mehr als nur ein Zeitvertreib. Insbesondere in kleinen Gemeinden ist die Mitgliedschaft im Bowling Club, vor allem für Menschen mit niedrigerem Einkommen, Voraussetzung für die soziale Integration. Die sich um die steilen Küstenhänge windende Traumstraße ist das Ergebnis eines Arbeitsbeschaffungsprogramms. Für 3000 Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg sollten Arbeitsplätze beschafft werden. Umfangreiche technische Hilfsmittel standen nicht zur Verfügung. Die Männer schlugen die Straße überwiegend nur mit Pickel und Schaufel aus dem Fels.
Deshalb dauerte es auch 13 Jahre, bis die Great Ocean Road fertiggestellt war. Heute rollen jährlich zigtausende von Fahrzeugen über die durch härteste Knochenarbeit geschaffene Straße. Der erste Abstecher führt am Cape Otway hinauf in das Reservat eines Resturwaldes, der den gesamten Süden des Kontinents über Millionen von Jahren bedeckt hatte. Die Kurven schlängeln sich immer tiefer in den Wald mit Riesenfarnen in Baumhöhe. Ziel ist der Otway Treetop Fly, ein luftiger Wanderweg durch die Welt der Rieseneukalypten, Buchen und Akazien. Das in 25 Metern Höhe errichtete Stahlgerüst ist für nicht schwindelfreie eine ganz schöne Herausforderung. Der Treetop Walk schwankt zudem noch wie eine über eine Schlucht gespannte Hängebrücke. Allerdings gibt es keinen Anlass zur Sorge. Die 600 Meter langen Wege brauchen kein Netz und doppelten Boden. Der Besucher soll einen Eindruck von den Abläufen in einer Waldregion gewinnen, die ihm sonst so leicht nicht zugänglich ist. Zumindest vermittelt der Spaß die Erlebniswelt der Vögel, die der Mensch normalerweise nur mit steifem Nacken über sich in den Ästen beobachten kann. Der höchste Aussichtspunkt im Zentrum liegt auf 45 Metern Höhe. Er wackelt im Wind wie die Bäume ringsherum. Deren Kronen erreichen oft eine Höhe von gut 75 Metern und darüber. Dagegen wirken die bis zu 10 Meter hohen Riesenfarne wie kleine Zwerge. Der Ausflug in die Baumkronen lässt die Knie noch etwas nachzittern. Aber er beflügelt auch die Fantasie. Denn dieser Wald ist keine Jurassic Park-Kulisse. Er ist ein Stück reale Erdgeschichte. So hat die Welt lange vor der Existenz des Menschen tatsächlich einmal ausgesehen. Noch einmal Geschichte, beileibe nicht annähernd so alt, gibt es ein Stück weiter im Binnenland, genauer in Ballarat. Etwa 85.000 Einwohner zählt die ehemalige Goldgräberstadt heute. Ursprünglich stand hier nur eine FIFA-Ladestation, die aber schon den Namen Ballarat trug. Dann aber wurde 1851 in der Nähe das glänzende Metall gefunden. Und innerhalb nur eines Jahres fielen über 10.000 Goldsucher in das kleine Dorf ein. 200.000 Unzen gefördertes Gold bescherten dem Ort großen Reichtum. Und es wurden für damalige Verhältnisse ausgesprochen feudale Gebäude hochgezogen. Nur etwa 5 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt wurde 1970 an der Stätte der ersten Goldfunde das historische Ballarat so errichtet, wie es zu Gründerzeiten in den ersten 10 Jahren ausgesehen hat. Die Betreiber haben es nicht dabei belassen, ein paar historische Gebäude aufzustellen. Im Museumsdorf von Sovereign Hill leben und arbeiten Laiendarsteller und echte Handwerker so, wie es zur damaligen Zeit üblich war. Ein bisschen kitschig wirkt das schon. Und erinnert irgendwie an Disneyland. Aber die populär angelegte Aufklärung über die frühere australische Siedlungsgeschichte kommt bei den Australiern und Touristen gleichermaßen gut an. Wildwest-Klamauk mit wilden Schießereien sollte hier niemand erwarten. Revolverhelden hat es in Australien nie gegeben. Außerdem geht es eher darum, in eine Welt einzutauchen, die sich wirklich zwischen den liebevoll originalgetreu nachgebauten Gebäuden so abgespielt hat. Tja, und da deckte der Ordnungshüter schon eher einen kleinen Diebstahl auf, anstatt sich auf der Hauptstraße mit Bankräubern zu duellieren. Was ist denn hier?
Zum Realerlebnis zählt auch die Einladung, sich selbst einmal als Goldsucher zu versuchen. Spätestens nach der dritten Pfanne, gerüttelt und geschüttelt, sind alle Illusionen über das vermeintlich romantische Leben der damaligen Schatzsucher verflogen. Viel Steine gibt's, doch wenig Gold. Die Suche nach dem glänzenden Stoff war harte Arbeit für Mensch und Tier. Das Geld verdienten eigentlich nur jene, die den Abenteurern ihre Nuggets abluchsten oder ihnen dafür Waren und Dienstleistungen verkauften. Mit dem regelmäßigen Druck einer Zeitung oder von Fahndungsplakaten waren zwar nur Pennies je Exemplar zu gewinnen, aber die waren ein sicheres Einkommen. Auf den alten Druckmaschinen von damals wird noch heute gearbeitet. Allerdings nur gegen Bares zum Vergnügen der Besucher. Die Bauweise der historischen Wohnhäuser erinnert sehr an einen Stil, wie man ihn aus dem England des 19. Jahrhunderts kennt. Und auch die Einrichtung erinnert sehr an die alte Heimat. Denn die meisten der Europäer, die sich hier niedergelassen hatten, waren schwer bepackt mit ihrem Hab und Gut aus der alten Welt Down Under gekommen. Faszinierend ist, dass man selbst im heutigen Ballarat noch in solchen Häusern wohnt. Und so organisieren Australier im Zeitalter der Hochtechnologie ihre Stromversorgung. Australien ist eben das Land der Besonderheiten und Extreme. Dazu zählt auch, dass sich endlos flache Ebenen innerhalb von nur wenigen Kilometern mit alpinem Gelände abwechseln. Unversehens findet man sich auf den Serpentinen einer Passstraße wieder, um nach gewonnener Höhe auf dem nächsten Plateau wieder gnadenlos heiße Ebenen zu durchfahren. Wer hier Landwirtschaft betreibt, braucht angesichts der Wassernot starke Nerven und Nehmerqualitäten. Die im südaustralischen Winter von Juni bis November gut gefüllten Wasserreservoirs oder Seen verwandeln sich im Hochsommer zu spärlichen Tümpeln oder ausgedehnten Salzwüsten. Für den Besucher ist das ein faszinierender Anblick. Für die Farmer jedoch sind die weißen Flächen nichts weiter als eine immer wiederkehrende Bedrohung ihrer Existenz. Das australische Landleben ist hart. Die oft wie ausgestorben wirkenden kleinen Dörfer leiden deshalb extrem unter der Landflucht. Wer bleibt oder dieses Leben sucht, muss sich viel einfallen lassen, um wirtschaftlich über die Runden zu kommen. Da wird schon mal Café genannt, was eigentlich ein Ramschladen ist, in dem aus Haushaltsauflösungen zusammengetragene Flohmarktartikel vor sich hinstauben. Eine Menge wertloser Tand wird da feilgeboten, von Omas Kaffeetasse bis zur alten Schallplatte oder Frauenzeitschriften aus den 50er Jahren. Sehr beliebt ist bei Australiern, aus altem Zeug irgendetwas Brauchbares oder Verrücktes zu machen. Das führt manchmal zu nützlichen Recyclingprodukten oder auch zu lustigen Kunstwerken, wie etwa einem Schrottblumenstrauß aus alten Kreissägeblättern. Oder eine Betonmischer als Blumentopf. Und die Künstler selbst, die geben sich bescheiden. Ich habe außer hier noch nirgendwo ausgestellt, weil ich noch nicht gut genug bin. Ich warte also noch, bis ich besser mit meinem Material umgehen kann. Ich muss erst mal dahin kommen, dass ich meine Ideen auch umsetzen kann.
Ich muss lernen, Steinmetzwerkzeug, Schweißgeräte und Stahlschneider und auch Waldarbeitermaschinen zu bedienen. Erst wenn du mal diese Grundlagen gelernt hast, kannst du anfangen, etwas zusammenzubauen. Ein Sägeblattfisch mit einem Körper aus einer LKW-Feder oder Reiher aus Auspuffrohren und alten Gasflaschen mit einem Nest aus Stacheldraht sind die vergnüglichen Ergebnisse. Australien ist ein Windland. Ständig und meistens kräftig bläst er über den Kontinent. Bei 35 bis 40 Grad Celsius im Schatten verschafft das Mensch und Tier wenigstens ein bisschen Abkühlung. Und doch ist man froh um jede Autofahrt bei geschlossenen Fenstern und eingeschalteter Klimaanlage. Bei den oft endlosen Fahrten durch das riesige Land ist ein kühler, wacher Kopf von Vorteil. Geht es doch gerne an die 100 Kilometer einfach geradeaus, ohne eine einzige Kurve. Lake Corangamite ist der größte Salzsee Victorias. Seine Ausdehnung umfasst über 200 Quadratkilometer. Seit den 50er Jahren hat es in der Gegend nicht mehr ausreichend geregnet, um ihn wieder aufzufüllen. Der See ist Teil eines jüngeren Vulkangebietes, das am besten von einem der höchstgelegenen Krater zu überblicken ist. Über 30 kleinere und größere Eruptionen haben hier vor etwa 8000 Jahren die Erde umgepflügt und das eigentlich flache Land um eine kleine Hügelkette bereichert. Am Red Rock, dem größten Krater, sind noch gut die Lavakrusten zu sehen, aus denen nach wie vor Schwefel dringt. Seismologen geben keine Garantie dafür, dass es hier nicht unerwartet wieder zu Eruptionen kommen kann. Das Vulkanland um Colac ist eine typisch australische Country-Region, in der die Landbevölkerung ein bisschen so lebt, wie man es aus den Vereinigten Staaten kennt. Besonders beliebt sind die vielen kleinen Leistungsshows, bei denen sich die Männer in unterschiedlichen Disziplinen messen. Mal sind es Schafzüchterwettbewerbe, mal geht es um den stärksten Traktor und ein anderes Mal um die witzigsten Truck-Ups. Männerspiele mit PS-Muskeln. Truck-Up bedeutet übrigens, dass ein Nutzfahrzeug in PKW-Größe zum Erscheinungsbild eines LKWs aufgeblasen wird. Das Fernsehprogramm Down Under ist überwiegend so öde wie ein heißes Hochplateau um die Mittagszeit. Und in den Dörfern ist meistens auch nichts geboten. Also bleibt den verspielten Jungs viel Zeit, sich detailverliebt mit ihren Autos zu beschäftigen. Dabei kommen wirklich lustige Werke zustande, wie zum Beispiel dieses rollende Schlafzimmer, geschmückt mit allerlei derben Sprüchen über die Mädchen vom Lande, die allerdings eher nett gemeint sind. Rau und manchmal sogar schmerzlich. Den Cowboy-Machos nimmt das hier keine Dame übel. Denn ihre Spaß-Cars zeigen ihnen ja, dass sie sich selbst auch nicht allzu ernst nehmen. Die echten Trucks sind dagegen ein Nationalsymbol aus Stahl und Chrom. Was hier aufgemöbelt und blitzblank poliert präsentiert wird, ist seit den frühen 30er Jahren das logistische Rückgrat des fünften Kontinents. Ohne die PS-Monster ginge wirtschaftlich nichts. Zu wenige Eisenbahnstrecken durchziehen das Land. Nostalgie und Herzblut gehören bei solchen Veranstaltungen natürlich dazu. Das liefern, wie in den USA, zahlreiche Country-Bands, denen allerdings mit lässiger Zurückhaltung gelauscht wird. Australische Farmer sind im Gegensatz zu ihren amerikanischen Kollegen denn doch ein wenig mehr britisch zurückhaltend. Zurück an die Great Ocean Road. Nach australischer Zeitmessung nur ein Katzensprung vom Vulkanland um Colac entfernt, also gute 2 Stunden Autofahrt. Hier liegt eines der wohl berühmtesten Nationaldenkmäler Australiens, die 12 Apostel. Seit Jahrmillionen schlagen hier an der instabilen Steilküste zur rauen Bass Strait pausenlos stramme Brecher
auf den weichen Sandstein und werden dabei von schneidendem Wind unterstützt. So haben die Kräfte der Elemente nach und nach große Stücke aus dem Festlandsockel herausgespült und eine Skulpturengruppe von beeindruckender Schönheit geschaffen. Millionen von Besuchern lassen sich das Jahr um Jahr nicht entgehen. Die 12 Apostel werden öfter als jedes andere Naturmonument Australiens fotografiert und gefilmt und übertreffen damit auch den weltberühmten Ayers Rock. Wind und Wellen gehen als Bildhauer ziemlich systematisch vor. Und das Material ist dabei auch mit im Spiel. Zunächst leisten stabilere Gesteinsschichten Wind und Wellen mehr Widerstand als weichere Sektionen. Es entstehen kleine Landzungen, die nach und nach unterspült werden. Die so entstehenden Naturbrücken stürzen irgendwann ein und es bleiben einsame im Meer stehende Sandsäulen zurück. Diese werden dann wiederum an ihrem Sockel ausgewaschen und fallen irgendwann in sich zusammen. So gehen pro Jahr etwa 2 Zentimeter Küste an das Meer verloren. Noch vor wenigen Jahren riskierten Touristen ihr Leben, wenn sie über die Naturbrücken zur vordersten Spitze einer der Landzungen wanderten. Heute sichert die Nationalparkverwaltung die Wege und überwacht die Erosionsvorgänge genauestens. Denn der Bewuchs des Gebietes mit Flechten und Salzbüschen täuscht über die Tatsache hinweg, dass es sich bei den Landzungen eigentlich nur um äußerst labile Sandhaufen handelt, die nach dem Zusammenbruch so aussehen. Der gesamte Küstenabschnitt um die Apostel ist zwar ein echter Hingucker, für die Seefahrt ist er aber gefährlich. Viele Schiffe sind in diesem Gebiet schon zerschellt. Ein Abstecher führt wieder ins Landesinnere. Etwa 2 Autostunden ostwärts entlang der Küste und rund 250 Kilometer westlich von Melbourne liegen die Grampians. Der Gebirgszug ist eines der beliebtesten Naherholungsgebiete der Melbournians und als Nationalpark ausgewiesen. Schon bei der Auffahrt in das Innere des Gebirges fallen die rußgeschwärzten Stämme der Bäume und ihr gelbliches Blattwerk ins Auge. Der Grund dafür sind katastrophale Waldbrände, die hier 2006 gewütet haben. Die Feuer vernichteten einen großen Teil der Pflanzen- und Tierwelt. Aber die Natur regeneriert sich in Australien erstaunlich schnell. Im Unterholz setzt sich bereits wieder saftiges Grün durch. 4 Höhenzüge bilden das Gebirge. Nach Osten hin fallen sie abrupt ab und erlauben aus über 1000 Metern Höhe spektakuläre Aussichten in das flache Land. Halls Gap ist der Hauptort der Grampians. Er liegt unterhalb eines Stausees. Mehrere solcher Seen stellen die Wasserversorgung des Umlands sicher. Der schlimmste Feind der ausgedehnten Bergwälder ist das Feuer. Aber das war es immer. Denn im Sommer herrschen selbst hier oben in über 1000 Metern Höhe noch oft 35 Grad Celsius. Das genügt, um durch Selbstentzündungen Katastrophen auszulösen. Einige Mythen der Ureinwohner erzählen von solchen Höllenfeuern. Die Gebirge selbst ist die Folge einer gewaltigen Naturkatastrophe. Denn vor Millionen von Jahren falteten gewaltige Kräfte im Inneren der Erde Sedimentablagerungen auf und förderten dabei auch Magmagebilde zutage. Aus geschmolzenem und wieder erstarrtem Gestein formten sich Pilze oder Gebilde, die wie erstarrte Kuhfladen aussehen. Die geologischen Verwerfungen haben auch die sogenannten Balconies hervorgebracht. Viele Jahre lang ließ man bedenkenlos zu, dass Besucher sich auf den überhängenden brüchigen Felsen einer Mutprobe unterzogen. Inzwischen wurden Absperrungen eingerichtet, die Unvernünftige aber nicht davon abhalten, für einen unnötigen Nervenkitzel ihr Leben zu riskieren.
Imposante Landschaftsbilder bieten sich rund um Halls Gap in jeder Blickrichtung. Und sie begeistern erstaunlicherweise auch Touristen aus Ländern, die weit eindrucksvollere Gebirge aufweisen können. Vielleicht wecken die Felsen eine Art Heimatgefühl. Oder es ist die Kombination aus bekannten Bildern von Felsen und deren Bewuchs mit exotischen Bäumen. Und außerdem kommen ja noch die Tiere dazu, die es so eben nur in Australien gibt. Wasserknappheit ist ein Lebensumstand, mit dem sich die Australier arrangieren müssen. Deshalb sind Wasserläufe und Speicher gut geschützte Lebensadern. Den Mackenzie-Wasserfällen darf man sich deshalb auch nur auf befestigten Wegen nähern. Der Abstieg zum Hauptwasserfall verläuft steil und endet unmittelbar am Fuß der Kaskaden. Das Wasser fließt das ganze Jahr über, im Hochsommer allerdings meist spärlich. Für ein paar erholsame Minuten in kühler Umgebung reicht es aber. Bilder von einer reichen Pflanzen- und Tierwelt. Unberührte Natur. So hat es auch einmal in dem an Victoria angrenzenden Bundesstaat Südaustralien ausgesehen. Dichte Wälder bedeckten das Land und boten der Tierwelt reichlich Nahrung. Ein Paradies war es sicher nicht, aber es war wohl relativ leicht, in so üppiger Umgebung zu überleben. Exotische Vögel wie der Nymphensittich waren in großer Zahl hier heimisch. Der Ameisenigel lebte im Schlaraffenland und konnte sich Millionen von Ameisen und Termiten auf der Zunge zergehen lassen. Kleine Beuteltiere wie der niedliche Long-Nose Potoroo weideten ungestört den Boden nach Samen, Beeren und Insekten ab. Das Tierleben war ganz einfach wunderbar. Selbst gefährliche Räuber wie der Riesenwaran hatten ihre friedlichen Momente und konnten genüsslich in der Sonne liegen. Aber dann, 1838, zogen plötzlich Sturmwolken auf im Paradies. Einwanderer aus Europa rodeten die Wälder und ließen gerade mal ein paar vereinzelte Bäume übrig. Besonders fleißig und radikal gingen gutgläubige Siedler aus Deutschland ans Werk. Die Säkularisation hatte sie vertrieben. Hier machten sie sich eine neue Heimat untertan. Orte wie Lobetal oder Hahndorf wurden errichtet und es zog deutsche Gründlichkeit ein. Gaben sie den Namen ihres Kapitäns und nannten sie Hahndorf. Der deutsche Einfluss ist auch heute noch sichtbar. Allerdings wirkt das ziemlich kitschig. Ein Rundgang durch den Ort ist eher amüsant. Er vermittelt aber keinen realistischen Eindruck mehr von der damaligen deutschen Sicht. Die Nachkommen der ersten Siedler haben ein gewisses Old Germany-Ambiente in die Neuzeit überführt. Allerdings hat es für die Natur noch immer Nachteile. Grund dafür ist der Wein.
Anstelle von Getreide und Gemüse wird er auf mehr und mehr Flächen angebaut. Und das in einer Region, die seit Jahrzehnten ständig unter Wassermangel leidet. Die intensive Bewässerung der ausgedehnten Weinanbaugebiete geht zu Lasten des Grundwassers. Und auch die Pegel in den wenigen Flüssen sinken kontinuierlich. Lutheraner aus Schlesien begannen Mitte des 19. Jahrhunderts im berühmtesten Weinbaugebiet Australiens, dem Barossa Valley, mit dem Anbau. Und sie waren damit äußerst erfolgreich. Einer der besten Weine Australiens kommt aus dem ehemaligen Familienbetrieb Käsler. Vor allem die hier angebauten und gekelterten schweren Rotweine sind eine ernstzunehmende Konkurrenz für die europäischen Klassiker. Entsprechend sind die Preise. Die im Kerngebiet des Weinanbaus liegenden kleinen Ortschaften zeigen, wie wohlhabend man mit der Herstellung des Traubensaftes werden kann. Feudale Gebäude aller Orten und für kräftige Zuwendungen an die zahlreichen Kirchengemeinden scheint auch genug übrig zu sein. Gottes Segen, solange das Wasser reicht. Den Tieren in dieser ehemals dicht bewaldeten Region Australiens blieb nichts anderes übrig, als entweder weiter in das trockene Landesinnere abzuwandern oder sich mit der Anwesenheit der Menschen zu arrangieren. Für die Kängurus erwiesen sich die landwirtschaftlichen Aktivitäten sogar als großer Vorteil. Sonst im Hochsommer verdorrte Felder und Wiesen bleiben dank der regelmäßigen Bewässerung nun saftig grün. Eine regelrechte Explosion der Population war das Ergebnis. Die Farmer haben mit den fruchtbaren Beuteltieren auch heute noch einige Probleme. Bis in die innerstädtischen Parkanlagen dringen die Tiere vor und lassen es sich dort gut gehen. Klug geführte Tierparks greifen die Freude der Menschen an der Nähe zu den Tieren auf. Sie gestalten riesige Parkflächen so, dass ausgiebiger Kontakt zwischen Mensch und Tier möglich ist. Die sich vom Südosten bis in den Süden erstreckende küstennahe Gebirgskette der Great Dividing Range ist eine sichere Bank für das Einsammeln von Trinkwasser. Deshalb wurden alle größeren Städte im Süden Australiens in unmittelbarer Nähe des den halben Kontinent umspannenden Gebirgszuges angesiedelt. Hier regnen die vom Meer kommenden Wolken ab. Ein System von zahllosen Stauseen sorgt von Queensland bis hinüber nach Südaustralien dafür, dass auch in trockeneren Zeiten ausreichend Trinkwasser für die Bevölkerung zur Verfügung steht. Auch Adelaide, die Hauptstadt Südaustraliens, lehnt sich deshalb an eine Hügelkette der Great Dividing Range an. In diesem Fall sind es die Mount Lofty Ranges. Oberstleutnant William Light, ein königlicher Landvermesser, gründete die Stadt 1836 mit Hilfe von Einwanderern aus dem englischen Mittelstand, die hier Land zu Schleuderpreisen erwerben konnten. Das zog vor allem solide Handwerker, Landwirte und Intellektuelle an. Vielleicht gilt Adelaide deshalb bis heute als die kultivierteste Stadt Australiens. Im Adelaide Festival Center und anderen Einrichtungen sind das ganze Jahr über Vertreter der Hochkultur von Oper bis Theater aus aller Welt zu bewundern. Der Stabsoffizier Light ging mit militärischer Präzision ans Werk. Ein übersichtlich gespanntes Netz an Hauptstraßen sollte genügend Raum für eine spätere Expansion zulassen, die der damaligen Größe Londons entsprach. Und tatsächlich hat Adelaide heute diese Ausmaße auch erreicht. Aber nur 1,2 Millionen Menschen leben in der Stadt der Kirchen und Parks. Adelaide wirkt auch an normalen Arbeitstagen immer ein wenig, als wäre gerade Sonntag. Besonders wichtig war es dem Colonel, dass den Menschen viel Raum für Muße und Erholung gegeben ist. So schuf er Parks mitten in der Stadt und einen Grüngürtel, der das Zentrum heute umsäumt. Musik
Das South African War Memorial ist eines von vielen Denkmälern der Stadt, die an ganz unterschiedliche Persönlichkeiten der südaustralischen Geschichte erinnern. Von Kriegshelden bis zum englischen König William. Sie alle sind an der North Terrace im Zentrum aufgereiht. Auch hier. Die intensive Huldigung australischer Soldaten, die in aller Herren Länder an irgendwelchen Kriegen teilgenommen haben, wirkt ein wenig befremdlich. Wo doch die Adelaideans eher der Kreativität in allen friedlichen Ausformungen zuneigen. Auf den Märkten der Stadt finden sich überall mehr oder weniger wertvolle Kunstgegenstände und Mode, die den sonst üblichen Ramsch oder Schnickschnack ersetzen. Sogar die Kundschaft exponiert sich gern mal als lebendes Kunstwerk. Adelaide ist eine Stadt der Studenten aus aller Welt. Die Uni hat als eine der ältesten Hochschulen Australiens eine lange Tradition. Sie zählt zu den besten der Welt. Über 3000 Studenten aus aller Herren Länder nimmt Adelaide zusätzlich zu denen aus dem eigenen Land jährlich auf und führt sie zu einem akademischen Abschluss von besonderer Güte. Den damit verbundenen Einfluss an Subkultur nimmt man billigend in Kauf. Das Adelaide Museum ist unmittelbar an die Universität angeschlossen und bietet deshalb in allen Abteilungen ein wissenschaftlich hohes Niveau. Die Gestaltung ist deshalb auch mehr vom Anspruch an Seriosität bestimmt als von einem heutzutage üblichen Unterhaltungswert. An Sonntagen wirkt das Zentrum Adelaides trotz offener Geschäfte noch mehr verkehrsberuhigt, wie die Sondertarife der Parkuhren zeigen. Man könnte auch sagen, ausgestorben. Adelaideans meiden an Wochenenden und nach der Arbeit gern den Rummel. Dazu ziehen sie sich entlang des Küstenstreifens zwischen Glenelg und Port Adelaide in ihr Privatleben zurück oder genießen das Leben an endlosen, menschenleeren Traumstränden, nur knappe 15 Autominuten vom Zentrum entfernt. Gerade mal 1,5 Autostunden südlich von Adelaide lädt mit Victor Harbour eine ehemalige Walfängerstadt zum gemütlichen Nachmittagsausflug ein. Die dem Festland vorgelagerte kleine Insel Granite Island ist das Hauptausflugsziel. Fast das ganze 19. Jahrhundert hindurch wurde die über eine Brücke mit Victor Harbour verbundene Insel als Stützpunkt für Walfänger genutzt. Damals brachte der Export vor allem von Walöl der Region Wohlstand. Heute ziehen die Pferde keine Kutschen mit Walkadavern mehr hinter sich her, sondern gehfaule Touristen, die sich an der verklärten Nostalgik erfreuen. Granite Island ist landschaftlich gesehen so etwas wie die Lilliput-Ausgabe der nahegelegenen und weltberühmten Känguru-Insel. Die aufragenden Gesteinsformationen haben zwar nicht so berühmte Namen wie Remarkable Rocks, aber sie sind ebenso fotogen. Das Umland von Adelaide besucht man aber eigentlich nicht, um auf Inseln spazieren zu gehen, die das Urlauberherz nicht besonders hochschlagen lassen. Adelaide ist das Tor zum Outback. Das ist die Landschaft, die den Mythos vom endlos großen Abenteuerspielplatz Australien nachhaltig aufrechterhält. Nur etwa 250 Kilometer nördlich der Hauptstadt Südaustraliens, bei Port Augusta, ist von den grünen Wäldern der Mount Lofty Ranges nichts mehr zu sehen. Karges Land, in Küstennähe noch von breiten Flussmündungen durchschnitten, geht nach Norden und Westen in staubtrockene Halbwüsten über. Echten Abenteurern geht hier an der Nahtstelle von Zivilisation und wirklich noch wilder Natur so richtig das Herz auf. Vor der Fahrt ins heiße rote Zentrum steht aber noch ein Abstecher in die Flinders Ranges. Wenn die im Adelaide Museum nachzulesenden Informationen der Wissenschaftler zutreffen, dann ist eine Fahrt in diese Bergwelt die Begegnung mit dem Ursprung des Lebens schlechthin.
Der deutschstämmige Wissenschaftler Martin F. Glessner war einer der ersten, die hier in diesem ruppigen Land bisher nicht bekannte Kleinstlebewesen gefunden haben. Ob es nun wissenschaftliches Interesse ist oder eher die simple Faszination, auf unbefestigten Sandstraßen durch beinahe menschenleere Wildnis zu rollen, hier draußen durchlebt jeder Australienbesucher einen Ansturm der Gefühle. Selbst für den überzeugten Nicht-Esoteriker ist es, als käme er den tragenden Wurzeln des Lebens näher. Im Outback gilt eine einfache Regel: Du überlebst oder scheiterst. Und es hängt nicht immer nur von dir selbst ab. Die Ruinen der Siedler, die aufgeben mussten, erzählen die Geschichten der Verlierer. Unterhalb des Wilpena Pound, einem natürlichen Amphitheater, betreiben Farmer Schaf- und Rinderzucht. Das ist nur möglich, weil hier bei Regen das vom Berg herunterfließende Wasser die Wiesen in saftiges Grün verwandelt. Seit vielen Jahren ist das immer seltener der Fall. Deshalb wandeln immer mehr Farmer ihre Betriebe in Gästeunterkünfte um. Von der Landwirtschaft allein können sie hier nicht mehr leben. Sogar die Kirchen in den kleinen Dörfern werden an Städter verkauft, die sie dann zu Wochenendhäusern mit Aircondition umfunktionieren. Hier am Wilpena Pound beginnt auch der 1972 eingerichtete Flinders Ranges Nationalpark. Kein Parkwächter wird gezwungen, bei glühender Hitze inmitten vom Nichts auf Kundschaft zu warten. Die Besucher registrieren sich selbst und werfen ihre Parkgebühren in eine Sammelbox. Hunde müssen draußen bleiben, denn für den Kampf gegen die von den ersten Einwanderern verursachten Kaninchen- und Fuchsplagen werden Giftköder ausgelegt. Manch anderes Verbot kommt noch hinzu, vor allem um schwere Buschfeuer zu vermeiden, deren Ursache meistens menschliche Unachtsamkeit ist. Dabei kommt es den Parkrangern weniger auf den Schutz der mit Buschwerk bewachsenen Felswände an. Es geht um die Sicherheit der Felsenkängurus. Deren Art ist bedroht. Wer sich bei seiner ersten Fahrt ins Outback lieber für den gut ausgebauten Stuart Highway durch die Halbwüste entscheidet, ist gut beraten. Der Highway durchquert eines der schönsten Gebiete Australiens überhaupt. Riesige Salzseen gleißen im Sonnenlicht. Selten sind diese Bilder, denn gerade mal alle 8 bis 12 Jahre regnet es in der sonst vollkommen ausgedörrten Region so stark, dass die Salzpfannen für wenige Tage mit Wasser bedeckt sind. Kaum haben sich die Regenwolken aber verzogen, verdunstet das kostbare Nass innerhalb weniger Tage in der sengenden Sonne. Die heftigen warmen Winde unterstützen diesen Prozess. Im Outback herrscht eine ganz besondere Stimmung. Geräusche macht hier nur der Wind, wenn er die Zweige und Blätter der Mulga-Büsche zum Schwingen bringt. Die Stille, die keine ist, macht die Pause an einem der Rasthäuser auch zum Kurzurlaub für die Sinne. Die Reizarmut dieser Umgebung wird deshalb von vielen Australien-Urlaubern als eines der beeindruckendsten Erlebnisse geschildert. Weniger ist hier draußen mehr, fast schon Exerzitien für Auge, Ohr und Gemüt.
Zivilisation ist im Outback durchaus auch zu finden, aber die sieht oft anders aus, als man es vermuten mag. Nach über 800 Kilometern Fahrt durch die Einöde fallen neben dem Stuart Highway kilometerlange Abschnitte mit aufgeschichteten Sandhaufen auf. Nein, Monster-Maulwürfe leben hier nicht. Die Hügel sind von Menschenhand geschaffen. Denn zu jedem der Erdhaufen gehört ein tiefer Schacht. Überall aufgestellte Warnschilder mahnen also aus gutem Grund zur Vorsicht. Die Verwandlung dieses Teils von Australien in eine durchwühlte Mondlandschaft ist das Resultat der Suche nach Opalen. Willkommen in Coober Pedy, der bekanntesten Opalsucherstadt der Welt. Aber was heißt eigentlich Stadt? Es ist wohl eher die größte bewohnte Sandkiste der Welt. Es könnte aber auch eine Testansiedlung für das Leben auf dem Mars sein. Ein unvorsichtiger Schatzsucher gab irgendwann zwischen 1911 und 1913, vermutlich im Whisky-Delirium, die Lage seines Edelsteinfundes preis und löste damit einen Opalrausch aus. Binnen kürzester Zeit strömten Menschen aus aller Herren Länder hierher und erwarben für ein paar australische Dollar eine Schürflizenz. Heute leben immer noch um die 2000 Menschen hier, um nach Opalen zu nudeln. So nennt man das Sieben des Aushubs. Denkmäler oder historische Statuen sehen in Coober Pedy etwas anders aus als in den etablierten Metropolen des fünften Kontinents. Ausgedehnte Filmkulissen werden hier ebenso öffentlich exponiert wie vollkommen durchgeknallte Skulpturen aus Autoschrott. Hauswände werden zu Gemälden, die von ernsthaften Anweisungen oft kaum zu unterscheiden sind. Hauptsache, der Besucher findet es lustig und lässt dafür ein bisschen Geld im Ort. Denn die cleveren Opalsucher verdienen am Tourismus längst mehr als mit der harten Arbeit unter Tage. Opalsuchergeschichte erlebt man hier überall mit Hilfe der in Szene gesetzten Altmetalle. In Coober Pedy leben die Menschen überwiegend unter der Erde. Das betrifft das Wohnen ebenso wie den Betrieb von Geschäften, wie etwa den zahlreichen Opalshops. Denn nur unter der Erde lässt es sich bei Außentemperaturen von bis zu 50 Grad Celsius aushalten. Und deshalb endet die Flucht vor dem Sonnenbrand meistens mit dem Kauf eines Edelsteins. In der Oldtimers Mine wird gezeigt, wie die Opale in der Erde eingebettet sind. Ein liebevoll eingerichtetes Museum erlaubt auch einen intimen Blick in das private Leben der Opalsucher, in ihren sogenannten Dugouts. Ihr Arbeitsplatz und die Wohnung liegen nahe beieinander. In der einen Ecke wird nach Opalen gesucht, in der anderen gegessen und geschlafen. Die Wohnungen unter die Erde zu bauen, verbindet Pragmatismus mit Sparsamkeit. Hier herrschen konstant etwa 20 bis 23 Grad Celsius, egal wie heiß oder kalt es draußen ist. Außerdem ist eine komfortable Fünf-Zimmer-Wohnung mit modernen Maschinen binnen 6 Wochen aus dem Stein gefräst. Kosten ungefähr 15.000 bis 20.000 australische Dollar. Das gleißende Tageslicht vermisst in Coober Pedy ohnehin niemand. Nur 10 Minuten schutzlos in der glutheißen Sonne genügen, um sich schwerste Hautverbrennungen zuzuziehen. Zu wissen, wo sich die Menschen meistens aufhalten, erklärt jetzt auch die fast immer leere Hauptstraße. In Coober Pedy lebt man so konsequent australisch wie nirgendwo sonst im Land. Down Under eben. Das Opalsucher-Dorado ist in allen Richtungen so etwas wie eine Drehscheibe ins Nirgendwo. Jede Straße führt vom Ortsrand in die endlose Weite des roten Kontinents. So eine Fahrt in die verlockende Unendlichkeit kann schnell eine Reise ohne Wiederkehr werden. Die Behörden versuchen solche Katastrophen in den heißen Monaten von Oktober bis April mit der Sperrung der alten Entdeckertracks zu verhindern. Ein bisschen Wüste soll es aber schon noch sein. Dazu geht es weiter in den Süden Westaustraliens, nach Perth.
Die schönste Skyline des fünften Kontinents liegt geografisch näher an Jakarta in Indonesien als an Canberra, der Hauptstadt Australiens. Deshalb nennen die Einwohner im Großraum von Perth ihre Stadt auch die entlegenste Metropole der Erde. 1829 errichteten Siedler aus Europa am Ufer des Swan River, 20 Kilometer nördlich der Flussmündung, ein kleines Dorf. Dass daraus einmal die Stadt mit den meisten Millionären Australiens heranwachsen würde, konnte sich damals natürlich niemand vorstellen. Das heutige Perth verdankt seine Karriere der Entdeckung der ergiebigsten Eisenerzvorkommen der Welt in der Pilbara-Region, knapp 2000 Kilometer weiter nördlich. Mit dem Erz wurde derart viel Geld verdient, dass aus einem bis dahin verschlafenen Provinznest eine pulsierende Großstadt wurde, die sich aber trotz vieler Hochhäuser einen sympathischen Charme bewahrt hat. So wie in allen anderen Großstädten auch, wurden wunderschöne Parks angelegt. Ruhezonen, obwohl vorhanden, sind eigentlich überflüssig. Perth lässt es gelassen angehen. Das Geschäftsviertel der Innenstadt konzentriert sich im Prinzip nur auf eine einzige Hauptstraße, die St. George Terrace. Überschaubar auch für den Neuankömmling. Dichten Verkehr, aber meist ohne Stau, gibt es in der Innenstadt nur zu den Rush-Hours am Morgen und zum Feierabend und auch das nur für wenige Minuten. In Perth konzentrieren sich, anders als in Melbourne, Sydney und Brisbane, weniger Finanzinstitute, sondern vor allem die Verwaltungen der vielen Minengesellschaften. Vielleicht ist die Stadt deshalb auch weniger versnobbt. Denn unter dem simplen Rucksack-Outfit verstecken sich meist hochqualifizierte Ingenieure aus aller Welt. Pragmatiker also, ohne Selbstdarstellungsambitionen. Aber auch in und zwischen den Türmen von Perth geht es, wie überall in Australien, natürlich immer zuerst um Geld. Das Shoppen läuft allerdings gelassener ab. Ein wenig so wie in Adelaide. Vielleicht, weil es im ganzjährig milden Klima an der frischen Luft angenehmer ist als in klimatisierten Kaufhäusern. Außerdem leben von den 1,2 Millionen Einwohnern des Ballungsraums nur etwa 10.000 auch tatsächlich im Zentrum der Stadt. Die Einwohner von Perth und Umgebung stellen übrigens den größten Teil der Bevölkerung des dünn besiedelten Westaustralien. Die Perth Concert Hall ist das kulturelle Zentrum der Stadt und bietet klassische Konzerte sowie Theateraufführungen. So richtig wichtig ist das den Ansässigen aber nicht. Für sie ist der Kings Park hoch über der Stadt das eigentliche gesellschaftliche Zentrum. Sich auf dem 400 Hektar großen Areal beim gemeinsamen Picknicken zu treffen, ist für viele wichtiger als der Genuss von Mozart, Beethoven oder gar Shakespeare. Auch wenn das Freiluftvergnügen wegen des Fremantle Doctors, einem strammen Nachmittagswind vom Meer her, oft ein recht luftiges Vergnügen sein kann. Der größte Teil des Parks wurde als ursprüngliches Buschland belassen. Gesicherte Wanderwege ersparen den Spaziergängern schweißtreibende Kletterpartien im zerklüfteten Gelände. Man geht in der Stadt spazieren und erlebt doch wilden australischen Busch mit Grasbäumen und exotischen Blüten. Die Wildnis in der City birgt aber Gefahren. Ein Teil des Kings Parks wurde Anfang 2009 ein Raub der Flammen eines Buschfeuers. Für Menschen ist dieser Anblick schockierend. Für die Natur selbst sind solche Brände ein Teil des natürlichen Vergehens und Neuentstehens. Vom Barrack Street Jetty am Bell Tower aus werden Bootsfahrten über den Swan River angeboten. Sie geben einen Einblick in die Welt der Millionäre, von denen es, wie gesagt, hier mehr als anderswo gibt. Der Blick auf die Stadt vom bis zu 2 Kilometer breiten Fluss ist fantastisch. Und die Fahrt ist so etwas wie ein lustvolles Gleiten vorbei an real gewordenen Lebensträumen.
Was hier am Flussufer steht oder auf dem Wasser dümpelt, ist andernorts nur mit einem lebenslangen Kredit zu finanzieren. In Westaustralien dagegen verdient ein fleißiger Lkw-Fahrer auf einer der Eisenerzminen im Jahr so viel, dass er eine kleine Motorjacht bar bezahlen kann. Das erklärt den nach wie vor enormen Andrang an Einwanderungswilligen aus aller Welt. Auch am Wasser, aber gute 2 Autostunden südlich von Perth, wartet Westaustralien mit einem kleinen Superlativ auf, dem Busselton Jetty. Er ist der längste auf hölzernen Pfeilern stehende Bootssteg der südlichen Hemisphäre. 2 Kilometer Fußweg sind es vom Strand an der Geograph Bay bis ans Ende der Pier. Der Jetty stammt noch aus einer Zeit, als im Umland geschlagene Bäume hier auf Schiffe verladen wurden. Heute ist Busselton Jetty nur noch ein Anziehungspunkt für Touristen. An seinem Ende wurde 2003 ein kleines Unterwasserobservatorium eingerichtet. Die überdimensionale Betonröhre erlaubt es, ohne Sauerstoffflasche abzutauchen. In der Geograph Bay herrschen unter Wasser besondere Bedingungen. Eine starke warme Strömung führt aus tropischen Gewässern im Norden Westaustraliens exotische Fische und Kleinstlebewesen in das sonst nur 20 Grad warme Wasser des Indischen Ozeans. Als Folge haben sich an den hölzernen Stützpfeilern Korallenstöcke gebildet. Sie verwandeln die ehemaligen Carrie- und Yarra-Bäume zu farbenprächtigen Kunstwerken, wie es sie so nur an wenigen Plätzen auf der Erde zu sehen gibt. Dafür lohnt sich die weite Fahrt von Perth. Entfernungen sollten in Westaustralien übrigens niemanden schrecken. Es ist das Land der langen Wege. Die Anfahrt in die weltberühmte Sandsteinwüste der Pinnacles im Norden von Perth ist so eine Geduldsprobe. Es bieten sich einige Gelegenheiten zur Rast an romantischen Plätzen, wie zum Beispiel dem Yanchep-Nationalpark. An einem ausgedehnten See tummeln sich viele Vogelarten, vom Pelikan bis zum Papagei. Koalas waren in Westaustralien vermutlich zwar schon in grauer Vorzeit heimisch, die heute hier lebenden Tiere sind aber aus dem Südosten Australiens eingebürgert worden. Etwas weiter nördlich verändert sich die Landschaft rasch. Allerdings erfolgt kein harter Bruch von Grünland zur Halbwüste wie zwischen Adelaide und Port Augusta. Hier im Südwesten Australiens ist die Hügelkette der Darling Range zwar auch eine Klimascheide, sie reicht aber nur bis vor die Tore von Perth. Die Landwirtschaft kämpft noch intensiver als im Süden mit der gnadenlosen Sonne. Aus diesem Grund ähnelt das im Winter saftige Weideland im Sommer eher einer Halbwüste. Bei Lancelin beginnt dann das Land der Naturwunder. Schneeweiße Wanderdünen erheben sich aus dem Grün des Buschwerks. Sie bahnen sich seit Jahrtausenden ihren Weg durch die Vegetation. Der scharfe Wind vom Indischen Ozean treibt ihre Massen voran, bis sie das Land vollständig bedeckt haben. In einem sehr komplexen biologisch-chemischen Verrottungsprozess wird unter den weißen Dünen Kalksandstein gebacken. Ziehen die Dünen weiter, trennt die Erosion loses vom festen Gestein. So entstehen diese seltsamen Gebilde. Sie sind wunderschön. In der Pinnacle-Wüste des Nambung-Nationalparks sind tausende dieser Säulen von den Naturkräften geschaffen worden. Jede ist ein Unikat. Keine einzige gleicht der anderen.
So haben die Pinnacles fast etwas Menschliches. Das fasziniert und macht nachdenklich zugleich. Mit seinen Metropolen im Süden des Kontinents ist Australien das am intensivsten urbanisierte Land der Erde. Nirgendwo leben, proportional zur Gesamtbevölkerung gesehen, mehr Menschen in Städten als Down Under. Das steht im krassen Gegensatz zu den endlosen Weiten jenseits der Gebirgsbarrieren zum menschenleeren Binnenland. Die Schaffenskraft der Einwanderer ist gewaltig. Seit über 200 Jahren ist sie ungebrochen. Allerdings hat die fortwährende Dynamik der Gesellschaft auch ihre Schattenseiten.